Sie sind hier, 30. Dezember 2018, 14.35 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Rikai Paulding ist das Urgestein bei den Ewe Baskets Oldenburg. Urheberrecht Getty Images. Die Ewe Baskets Oldenburg wollen den 6. Sieg in Serie einfahren, live im TV auf Sport 1. Gegner Würzburg hat zuletzt gegen den Tabellenführer verloren. Die Ewe Baskets Oldenburg wollen bei es. Oliver Würzburg ab 14.55 Uhr live im TV auf Sport 1 und im Stream ihre Siegesserie ausbauen. Am Donnerstag feierten die Norddeutschen bei Medi Bayreuth einen deutlichen 90:70 Erfolg und blieben damit im 5. Spiel in Folge ungeschlagen. Durch diese Serie rangiert das Team von Trainer Emladen Drijencic aktuell auf Rang 3, punktgleich mit dem 2. Alba Berlin. Dabei kann sich Oldenburg vor allem auf die Scoring-Qualitäten von Will Cummings und Rikai Paulding verlassen. Das US-Duo ist durchschnittlich für über 31 Punkte verantwortlich, schwierige Aufgabe für Würzburg, ganz anders die Situation bei Gegner Würzburg. Die Franken verloren am zweiten Weihnachtsfeiertag bei Tabellenführer FC Bayern und liegen in der Tabelle aktuell nur auf Rang 13. Jedoch beträgt der Rückstand auf einen Playoff-Platz momentan nur 2 Siege. Doch ein Heimsieg gegen die starken Oldenburger wird eine schwierige Aufgabe. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr